Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Kitte. Wir sind hier in Kammwald. In dem Gebiet Kammwald, da gibt es, glaube ich, ein Dorf. Also Alt-Kammwald haben wir schon entdeckt. Das ist von den Fluten überspült. Ah, Silgoldlagen. Hier ist ein Sauerregen. Aha. Jetzt gehen wir zum Dorf Kammwald. Zum Dorf Kammwald. Und hier geht's nach Kerbronach. Wir müssen. Klingt auch wie gälisch. Erstmal. Kerbronach. Ja, wir müssen erstmal den Dorfbewohnern helfen, die Untoten zurückzuschlagen, haben wir hier den Auftrag. Na gut. Aber deswegen gucken wir uns trotzdem um, was wir so finden. Aber hier ist wohl erstmal nix. Hallo Jana. Habt ihr gesehen, wie mich die grauen Wächter vor diesen Leichen gerettet haben? Sie sind unglaublich. Ich werde mich erkundigen, ob sie vielleicht nach Rekruten suchen. Aha. Kein guter Zeitpunkt, würde ich sagen. Ja. Ihr wollt euch den grauen Wächtern ausgerechnet jetzt anschließen? Beim Erbauer, ihr seid der Inquisitor. Aber nun ja, die Wächter sind Helden. Sie haben mich vor diesen Dämonen gerettet, euer Gnaden. Und bei all dem, was gerade geschieht, möchte ich den Leuten auf dieselbe Weise helfen. Graue Wächter oder nicht, die Welt braucht mehr Leute mit eurem Mut. Solas? Ja? Die Wächter würden alles tun, um die Verderbnisse aufzuhalten. Diese Hingabe ist bewundernswert, wenn auch gleichermaßen bedenklich. Hört auf ihn. Sich den Wächtern anzuschließen, ist im Moment nicht unbedingt die beste Idee. Ja, euer Gnaden. Ich kann bestimmt auch etwas anderes tun, um zu helfen. Genau. Deswegen haben wir nämlich Solas mitgenommen. Wir wussten das natürlich. Da wir es ja schon mal gespielt haben. Ja. Und da ist er nicht ganz unwichtig, Solas. Weil sie ist ja auch eine Elfin. Da würde sie ihm dann eher auch sich von ihm irgendwie beeinflussen lassen. Sollte ich vielleicht mal speichern. Ja. So ein Emissär ist ja immer ganz gut. Bringt einen ordentlichen Schub. Ja, hier ist wir es sind so. In Kammwald. Also wenn man hier irgendwo wohnt und es regnet immer nur, ich glaube, da würde ich auswandern. Ja. Flechtrebe. Ich war zwischendurch mal Kräuter sammeln, hab jede Menge Blutlotus gesammelt und ein paar Tränke entdeckt und verbessert. Erforscht. Erforscht, genau. Musste aber feststellen, wir brauchen noch jede Menge. Für die Sachen, die ich gerne hätte, braucht man noch über 100 Blutlotus. Also, wir müssen noch ganz fleißig sammeln. Ich kann nicht hoch genug springen. Nein. Nö. Müssen wir außen rumgehen. Ja, dann habe ich natürlich abgeladen, was wir so an Trödel dabei hatten. War da was Interessantes dabei? Es war richtig interessant, war eigentlich nur das Schild. Ach ja, das stimmt. Also an Waffen. Ja, das ist ein gutes Schild. Sind wir im Prinzip wie gehabt, aber das Schild. Das ist der Schild eigentlich, oder? Der Schild. Ja. Ja, der hat gute Eigenschaften. Ist auch zwar von der Stufe her relativ niedrig, aber ist gar nicht übel. Ja, so. Der ist gut. Doch. Ansonsten hat sich da nicht viel getan. Okay. Ich glaube, wir haben hier Feinde. Aber hier vorne. Nimm's mal nicht ganz. Man kann sie ja locker nehmen. Untote an den Toren! Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ja, wir sind alle bereit. Da sind sie. Bleibt weiterhin wachsam. Vom See kommen noch mehr.
Oh. Ja. Ums hier kommen noch mehr. Wenn sie im Fall braucht, dann hört das nicht ohne weiteres auf. Aber ich fürchte, wir müssen uns auf weitere dieser Kreaturen einstellen. Tja. Ja. Werden wir wohl uns drauf einstellen müssen. Hier gibt's noch was zu plündern. Mal gucken. Die Unschosen, die scheinen es immer so zu mögen, in der Nähe von Wasser zu sein. Ne? Tja, egal in welchem Spiel. Ich meine, bei Witcher ist es ja auch so. Da laufen dann diese komischen Leichen. So, jetzt habe ich natürlich wieder prompt die Orientierung verloren. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ah gut, gucken wir uns hier mal um. Ah. Ja, müssen wir uns überall umgucken. Hier gibt es erstmal einen Auftrag, wie es aussieht. Ja, auch so viel Zeichen. Oh ja. Hättet ihr einen Moment, euer Gnaden? Aber gerne. Was geht hier vor? Seit dieses grüne Leuchten erschienen ist, kommt ständig Untote aus dem See. Der Bürgermeister kann euch mehr darüber erzählen. Ich hoffe, Andraste schickt euch, euer Gnaden. Wir sind hier seit Wochen gefangen. Aha. Naja, gehen wir doch mal rein. Der ist ja wohl der Bürgermeister. Warum zieht Judith nicht ins Dorf, solange sich die Lage nicht bessert? Ja, ist es beim nicht. Erbauer, wenn ihr irgendetwas zustößt. Wer ist Judith? Sucht ihr nach jemandem namens Judith? Oh, habe ich etwa laut vor mich hingeredet? Judith lebt außerhalb des Dorfes. Als die Untoten kamen, bat ich sie, hier Zuflucht zu suchen. Doch sie wollte davon nichts hören. Warum sollte sie nicht irgendwo Zuflucht suchen, wo es sicherer für sie ist? Sie meinte, sie brauche Platz für sich. Dabei habe ich Judith gesagt, dass mein Haus groß genug ist. Und wenn sie Platz braucht, könnten mein Junge und ich auch in der Scheune schlafen. Aber sie wollte einfach nicht. Ja. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. Ja, ich euch auch. Hätte ich auch nicht gewollt. Schmeißt er jemanden aus seinem eigenen Haus raus. So. Das will man ja auch nicht. Und der schläft dann in der Scheune. Er sagt ja, im Haus ist genug Platz. Naja, dann will sie ja offenbar wohl nicht mit ihm zusammenleben. Ha? Tja. Sie traut sich nur nicht Nein zu sagen, so direkt. Nein. Öffnen. Verschwindet! Öffnen derzeit nicht möglich, verschwindet. Tja. Wer ist das denn? Dann nicht. Unfreundlich. Das Fragezeichen hat sich in ein Schloss verwandelt. In ein geschlossenes Schloss. Da werden wir noch nicht unsere nicht vorhandenen Finger benutzen können. Ich, nee, wie gesagt, kommen wir da auch nicht rein. So, Haus des Bürgermeisters steht hier dran. Gehen wir da mal rein. Dann gehen wir mal rein, genau. Wenigstens offen. Keine zu Hause. Hallo. Riesen. Herr Bürgermeister. Dann fällt's. Auf der Suche nach Wissen. Wow. Bruder Genitivi. Da kommt uns so bekannt vor, den kennen wir doch noch. Ja. Haben wir ja schon mal gesagt. Auf den stößt man ab und zu. Große Wissenschaftler. Inquisitor, ich bin Deadrake, der Bürgermeister von Kamwald. Und ich stehe euch trotz all der Vorkommnisse zu Diensten. Seid ihr hier, um die Untoten aufzuhalten? Klar. Das werden wir doch, oder? Ich meine, diese Leute sind völlig verängstigt. Ja. Ein Riss im Nichts ist der Grund, warum sich die Untoten erheben. Wie kann ich ihn erreichen? Ihr meint dieses Leuchten im See? Es kommt aus den Höhlen unter Alt-Kamwald. Das Dorf wurde vor 10 Jahren während der Verderbnis von dunkler Brut geflutet und zerstört. Die Flüchtlinge, die wir aufgenommen hatten, starben. Ich habe einen Damm gesehen. Wenn wir ihn nutzen, um den See trocken zu legen, kann ich diesen Riss im Nichts erreichen. Ihr wollt den See trocken legen? Es gibt doch sicherlich noch eine andere Möglichkeit. Eure Leute sind verängstigt und erschöpft. Lasst uns euch helfen. Um den Damm nutzen zu können, müsstet ihr die Banditen aus der alten Feste vertreiben. Ich kann euch nicht darum bitten, euer Leben zu riskieren.
Warum wehrt er sich denn so? Ja. Kamwald wird nicht mehr lange durchhalten. Ich möchte euch nur ungern verlassen, ohne alles getan zu haben, was in meiner Macht steht. Ich nehme an, es muss wohl sein. Dieser Schlüssel öffnet das Tor zur Dammsteuerung hinter der Feste. Der Riss muss sich in den Höhlen unter Alt-Kamwald befinden. Aber Inquisitor, ihr solltet euch dort nicht zu lange aufhalten. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Erzählt mir etwas über euer Dorf. Es hat schon glücklichere Zeiten gesehen. Wir bauen an, was wir können und handeln mit den Händlern, die über den Königsweg reisen. Wir sehnen uns nur nach Frieden, euer Gnaden. Das ist alles, was wir je wollten. Ja, ist keine erschöpfende Auskunft. Eigentlich über nicht, das nee. Dorf, wollen die meisten, glaube ich, Frieden haben, oder? Ja. Was könnt ihr mir über die Banditen sagen, die sich in der Feste eingenistet haben? Die Wegelagerer. Sie sind nichts weiter als Schläger und Diebe. Sie bestreiten ihr Leben, indem sie Karawanen auf dem Königsweg überfallen. Als die Toten aus dem See kamen, haben diese Banditen den alten Wildhüter in der Feste ermordet und sich selbst dort breit gemacht. Wir hätten womöglich weniger Verluste zu beklagen, wenn wir dort Zuflucht gefunden hätten, statt uns in unseren Häusern verkriechen zu müssen. Es überrascht mich, dass ein so kleines Dorf wie Kamwald die Verderbnis überstehen konnte. Es stand auf Messers Schneide. Die dunkle Brut verfolgte eine Gruppe von Flüchtlingen, die vor der Verderbnis flohen. Einige dieser Flüchtlinge waren schwer krank, aber wir haben sie aufgenommen. Sie starben, als die dunkle Brut Alt-Kamwald flutete. Wie konnte die dunkle Brut das zustande bringen? Die Kreaturen fanden die Dammsteuerung und zerstörten sie. Ich erinnere mich nur noch an die Schreie der Flüchtlinge und Dorfbewohner, als sie ertranken. Und nun kehren sie zu uns zurück. Ja, merkwürdig. Auf ein andermal. Natürlich. Ich finde... Die dunkle Brut, ich habe noch nie gehört, dass die irgendwas... geflutet hätte. Zerstört hätte oder so, die... Geht nur auf alles los, was sie was finden, lebt, aber... Na gut. Hallo, ich schwöre, Jana. Ich werde mich von den Wächtern fernhalten, Inquisitor. Danke für die Warnung. Okay. Gern. Wir sehen uns in der Himmelsfeste, Jana. Genau. Ach. Für eine Elfenwurzel laufe ich meilenweit. Das habe ich gerade gedacht, aber das ist natürlich auch schon etwas abgedroschen, der Spruch. So, gucken wir doch mal auf die Karte, was sie so sagt, ja? Wo müssen wir denn hin? Ich denke mir, wir müssen wohl zu den Banditen, ne? Oder? Aber das soll ein Ausrufezeichen sein. Gehen wir doch erstmal dahin. Jo. In der Richtung... Ist das da oben irgendwo? Keine Ahnung. Sieht ganz danach aus. Ist mir jetzt zu weit. Was ist jetzt zu weit? Die Elfenwurzel. Ach so. Ja. Gerade sage ich, ich laufe meilenweit. Dann lasse ich sie einfach stehen. Das ist schon mal richtig, kannst du irgendwas beanspruchen, aber die Frage, ja. Hier. Ja. Mir zur rechten Hand ist Erlaubnis und dort Vergebung. Schon dabei. Erinnerung der Ertrunkenen. Ja. Aha. Möget ihr zur rechten Hand es erlauben. Euer Orden, die grauen Wächter. Was ist mit ihnen? Die Wächter betrachten sich selbst als Bollwerk gegen die Verderbnis, oder? Ja, aber warum fragt ihr das? Ist das nicht allgemein bekannt? Wenn sich ein Erzdämon erhebt, töten sie ihn. Die Frage ist, was machen sie, wenn sie alle Erzdämonen erschlagen haben? Sich zur Ruhe setzen? Ohne Erzdämonen keine Verderbnis. Ist das die Idee dahinter? Ja, worauf wollt ihr hinaus? Auf nichts?
Ich hoffe nur, Sie haben recht. Ganz schön vorsichtig, unser Blackwall, ne? Er ehrt uns, Inquisitor. Ich bin Schwester Vaughn. Plant der Bürgermeister endlich, den See trocken zu legen? Ich muss jemanden finden, der die sterblichen Überreste jener birgt, die dort ihr Leben ließen. Störe ich euch bei einer Trauerfeier? Wir haben durch den ersten Angriff zahlreiche Freunde verloren. Uns bleibt noch endlos viel Zeit, um zu trauern. Was ich jedoch fürchte, ist die Frage, wie viele wir dem Scheiterhaufen noch übergeben werden. Ihr wollt die Leichname vom Grunde des Sees bergen? Sie waren die Kinder des Erbauers. Ihre sterblichen Überreste haben etwas Besseres verdient, als dem Morassen überlassen zu werden. Außerdem wird eine Trauerfeier auch den Lebenden helfen, Frieden zu finden. Das stimmt wohl. Mhm. Warum seid ihr so erpicht darauf, dass der See trockengelegt wird? Die Untoten suchen uns erst heim, seit dieses Leuchten im See erschienen ist. Wenn wir sie aufhalten wollen, müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Allerdings unternimmt der Bürgermeister nicht das Geringste. Ich fürchte, er denkt, das Ablassen des Wassers würde nur noch mehr Monstren auf uns loslassen. Immerhin hat er uns den Schlüssel gegeben. Auf ein andermal. Ja, ja, aber nicht so richtig gerne. Nicht ganz freiwillig. Nee, so. Nun denn. Holzschlag, sehr schön. Allerdings braucht man im Moment mehr Steinbrüche wie Holzschläge. Hm. Ja, kann man sich nicht aussuchen, ne? Nein, das ist wie im richtigen Leben. Kannst du auch nicht immer aussuchen. So, wo müssen wir hin? Hm. Keine Markierung? Du kannst ja stille Wasser. Doch, erobere die Feste. Da müssen wir ja wohl hin. Da müssen wir hin. Sag ich schon. Gut, die Richtung passt. Ja. Ah, was für ein scheiß Wetter. Ja. Mal sehen, dass wir hier fertig werden, damit wir wieder in besseres Wetter kommen. Ja. So, jetzt haben wir auch die Elfenwurzel, an der ich vorhin vorbeigelaufen bin. Das haben sie aber wirklich sehr realistisch dargestellt für den Wetter hier. Wow. Ja. Denke ich gleich an Regenmantel oder Regenjacke, Gummistiefel. Mhm. Was man halt so braucht. Das sieht alles nicht so richtig freundlich aus hier. Nö, warum bin ich? Da oben ist eine Leiter. Das Feuer hier überhaupt brennt, das wundert mich. Ja, eigentlich müsste das doch langsam aus sein. Bei dem Regen, ne? Das ist ganz schön heftig. Was ist denn das? Spindelkraut. Da hinten ist auch was. Das ist auch eine Elfenwurzel. Eine Elfenwurzel. Ja. Na los. Stell dich nicht so an. Wirst du wohl. Hier ist sowas wie ein Trampelpfad. Hm. Oh, da vorne hat der Blitz eingeschlagen. Ja. Hast nicht gesehen? Nö, ich habe gerade geträumt. Ach so. Ja. Ist das richtige Wetter, um im warmen Zimmer zu sitzen? Naja, bei so einem Wetter bin ich auch schon mal unter dem Felsen gesessen. Es war eigentlich ganz schön trocken da. Und dann habe ich jetzt das Wetter rausgekriegt. Das klingt nicht so richtig gemütlich. Wie? Fandest du nicht so schlecht? Ja. Loch nach Bern. Was haben wir denn hier? Guck mal. Ja, nette kleine Untote. Da ist gar keiner mehr. Ey, lasst mir einen übrig. Was denn? Nö. Man lässt mir keinen übrig. Sei froh. Die sind gemein. Lassen mir nichts übrig.
Und hier gibt es wohl nur Spindeltraut, wie es aussieht. Ja. Ist doch okay. Da ist auch nichts. Ganz schön feudal, das Boot. Dann gehen wir wieder. Ich würde sagen, wir machen dann auch Schluss. Hier sind die großen Schätze. Wir machen dann Schluss, weil wir haben die Zeit erreicht. Ja, und bevor der nächste Feinde auftaucht. In die richtige Richtung. In die richtige Richtung guckst du. Ja, ja, hier, guck, das müsste die Festung sein. Oh, die sieht ja toll aus. Oh ja. Könnte sein, dass wir da richtig zu tun kriegen. Ich fühle mich wirklich wie in Schottland. Ah. Okay. Bis zum nächsten Mal, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.